Liebe Zukunft, wir wussten noch nie so richtig, wie du werden wirst. Wir wussten nur immer, wir haben so ein Potenzial. Aber manchmal fragen wir uns schon, wo soll das hier alles überhaupt noch hinführen? So geht das doch nicht weiter. Das wissen doch alle. Ganz ehrlich, ich habe Angst. Aber du machst uns auch Hoffnung. Denn wir hatten schon immer Bilder von dir im Kopf. Bilder, die wir wahr werden lassen wollen. Und dafür braucht es Geld. Was muss finanziert werden? Was muss möglich gemacht werden? Was braucht die Gesellschaft jetzt? Deshalb haben wir vor 50 Jahren gesagt, wir gründen einfach eine Bank. Denn wenn wir mit dem Geld bewusst umgehen, dann sind es wir, die die Welt gestalten. Wir brauchen Ideen. Pioniere, die bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln. Die zeigen, dass es anders geht und man nur Wege finden muss, das möglich zu machen. Die sagen, wir verändern jetzt was, sodass die Zukunft eine Zukunft ist, vor der wir keine Angst haben brauchen. Es ist auch völlig okay, wenn wir mal scheitern. Wir gucken aufeinander und wir lassen da auch niemanden zurück. Liebe Zukunft, du wirst einige Narben tragen, aber wir arbeiten unermüdlich daran, dass du heilen kannst. Alle Hebel in Bewegung. Keine Angst vor der Angst. Durch diesen Mut und Pioniergeist entsteht tatsächlich Veränderung. Für mich ist die größte Erkenntnis, dass wenn man eine Vision hat und ein paar Leute, die das mittragen, dass man unglaublich viel schaffen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier das Richtige tun. Es kann so einfach sein, man muss es aber wollen. Ich glaube, wir können auch richtig was reißen. Liebe Zukunft, wir wussten nie, wie du werden wirst. Aber wir haben einiges mit dir vor.